Ja, hallo ihr Lieben. In meinem heutigen Beitrag geht es um die HOA, die sogenannte Homeowner Association. Das bedeutet nichts anderes als Hausbesitzervereinigung einer Wohngemeinschaft oder eines Eigentumswohnungskomplexes. Die HOA, also die Homeowner Association, Hausbesitzervereinigung, besteht aus Freiwilligen, die in diesem Wohngebiet oder in diesem Eigentumswohnungskomplexes ansässig sein müssen. Wenn ihr ein Haus kauft in einer Gemeinde oder einem Eigentumswohnungskomplexes, die einer HOA unterfällt, seid ihr automatisch Mitglied dieser HOA, also egal ob ihr möchtet oder nicht. Das bedeutet, dass monatliche oder auch jährliche Zahlungen anfallen, also der sogenannte HOA-Beitrag. Müssen aber auch etliche Regeln befolgt werden, die von dieser Hausbesitzervereinigung vorgegeben sind. Enthalten in den Zahlungen sind normalerweise die Instandhaltung der Gemeinschaftsbereiche und die Müllabfuhr. Einige HOAs haben sehr, sehr strikte Regelungen, an die sich jeder, der da ansässig ist, halten muss. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass das so manchen Käufer vertreibt, denn wer will ganz ehrlich, nachdem er sehr viel Geld für ein Haus gezahlt hat, sich auch noch an 1001 Regeln halten müssen. Ja, die Hauptfunktion einer HOA sind einmal die Immobilienwerte zu erhöhen, es allen Mitgliedern zu ermöglichen, die gemeinsamen Annehmlichkeiten zu genießen, und es stellt sicher, dass die Nachbarschaft eine saubere, attraktive und auch eine sichere Gemeinschaft ist. Jeder Hauseigentümer in dieser Gemeinde oder des Eigentumswohnungskomplexes hat ein Mitspracherecht, wie die Hausbesitzervereinigung geführt wird. Also das sollte man auch wahrnehmen, wenn da so Veranstaltungen abgehalten wird, dass man da hingeht und wenn man Anliegen hat, dass man das dann da auch vorbringt. Also das Beste ist, sich vorab genau zu informieren, wie die Regelungen sind. Das variiert also von Gemeinde zu Gemeinde sehr stark. Ja, erkundige dich vor dem Kauf eines Hauses, das in einer HOA-Gesellschaft ist, über die genauen Regeln. Super, super, super wichtig. Also es kann durchaus passieren, dass die Vorbesitzer ihre monatlichen HOA-Gebühren vielleicht nicht bezahlt haben oder sie haben eine ausstehende Bußgelder oder auch Verstöße. Und wenn ihr das Haus dann kauft, erbt ihr das eventuell alles mit. Also es, wie gesagt, vorher schlau machen. Als Beispiel praktisch, der Verkäufer von dem Haus hat sein Haus in einer unerlaubten Farbe angestrichen. Dann ist es wahrscheinlich sinnvoll, das im Voraus zu wissen, denn es liegt am neuen Eigentümer, diesen Verstoß zeitnah zu korrigieren. Ja, um die Sicherheit der Gemeinschaft zu gewährleisten und dass alles den Regelungen entspricht, führt die HOA Inspektionen durch. Werden da Verstöße gefunden, wird man schriftlich benachrichtigt und muss diese zeitnah aufheben. Wenn nicht, blüht ein Bußgeld. Einige HOAs verlangen aber auch eine Innenbewertung. Ähnlich wie eine Hausinspektion eigentlich. Also wenn ihr einzieht, praktisch um sicherzustellen, dass alles auf dem neuesten Stand ist. Wenn man plant, irgendwas an seinem Haus oder dem Grundstück zu ändern, auch wenn es nur eine neue Haustür ist, muss man also erst eine Genehmigung der HOA einholen. Also ein paar Beispiele, was man bedenken sollte und checken sollte, wenn man ein Haus in einer HOA kaufen möchte. Stellt euch vor, ihr habt ein Haustier. Stellt sicher, dass dies auch erlaubt ist. Steht in den Regelungen drin. Ihr habt zwei Autos. Am besten erstmal nachlesen, ob diese immer in der Garage geparkt sein müssen. Darf man es in seinem Hof parken? Oder darf man auf der Straße vor seinem Haus parken? Ihr wollt einen Pool im Garten?
nur wenn es die HOA erlaubt. Und man muss eine Genehmigung einholen. Ja, ich kann euch ein paar persönliche Beispiele von meinem Haus in Colorado geben, in dem ich gewohnt habe für 2 Jahre. Wir hatten also, wollten hinten den Garten gestalten und ich hatte also schon ein paar Pflanzen rausgesucht und dann haben wir festgestellt, ups, das steht ja auch in der HOA, also durften wir nur bestimmte Bäume, Pflanzen und Büsche, die dort schriftlich in dem HOA-Katalog aufgeführt sind, auch einpflanzen. Ja, dann hatten wir einmal, wir hatten was gestrichen in der Garage und dann standen Farbeimer vor der Garage. Und dann kam ein paar Tage später ein Schreiben, dass wir gegen die Regeln verstoßen haben, weil es unansehnlich ist, einen Farbeimer vor der Garage stehen zu haben. Was auch ganz wichtig ist, das ist also wie gesagt ein persönliches Beispiel, man darf also die Mülltonnen erst am Abend vorher rausstellen, das ist okay, aber sobald sie geleert sind morgens, muss man sie in die Garage stellen, weil es sonst unansehnlich ist. Also wieder ein Verstoß. Ja, und was da also auch noch ganz komisch war, das weiß ich jetzt nicht, ob das überall ist. Und wir hatten also das gar nicht gleich gemerkt. Dann kam einmal die Rechnung und da wurden uns die Kosten der Straßenbeleuchtung umgelegt. Also es wird umgelegt auf alle Anwohner in der Gemeinde. Ja, also das ist nicht in der HOA-Gebühr drin, das wird anteilmäßig, muss da sich jeder beteiligen. Der Witz war, dass in unserer Straße gerade mal 2 Straßenlaternen waren und die dann mal die ganze Straße beleuchtet haben. Also es war schon sehr lustig. Ja, hier ist ein Beispiel für eine HOA bei uns in der Nähe. Das ist die Pecan Plantation. Und wir hatten uns da mal aus Spaß ein Haus angeschaut, weil wir so viel gehört haben und wollten das eigentlich einfach nur mal rausfinden, was da so alles ist. Und es ist also eine richtig große Gemeinde und die Dame, die uns das Haus da gezeigt hat, die hat dann gesagt, also das Pecan Plantation ist eigentlich schon eine Stadt für sich selbst. Und ich gebe euch hier mal einen kleinen Einblick, was die so alles auf dem Gelände haben, was man da nutzen kann. Da gibt es einen Golfplatz, einen Flugplatz für Segelflieger, einen Supermarkt, eine Autowaschanlage, eine Tankstelle, ein Ärztehaus, ein Schwimmbad, eine Tennisanlage, Trimmtischpfade, Spielplätze, eine Reitanlage und Reitstelle, wo man privat sein Pferd unterstellen kann und Bootsanlegestellen, die man gegen eine extra Gebühr mieten kann. Ja, also eine Wohngemeinschaft mit diesen Ausmaßen kommt aber auch mit sehr hohen Kosten, haben wir festgestellt. Also wenn man da ein Haus kaufen möchte und mit geschlagenen 75 Regeln sich rumschlagen muss, gegen die man nicht verstoßen sollte. Erstmal muss man sich da in diese Pecan Plantation einkaufen mit einem Einmalbetrag von $6,000, um überhaupt ein Haus, wenn man ein Haus kaufen möchte, ist man gezwungen dazu, sich einzukaufen in diese Gemeinschaft. $6,000 Einmalzahlung. Die monatliche HOA-Gebühr läuft sich auf $220 im Monat. Also es ist auch nicht gerade wenig, sage ich jetzt mal. Ja, und Extrakosten hat man dann nochmal, wenn man also entweder den Golfplatz, den Flugplatz, die Tennisanlage und die Reitanlage nutzen will. Und ich glaube, bei der Reitanlage waren es nur, wenn man, also die Reitanlage darf man umsonst nutzen, aber wenn man sein Pferd da unterstellen will in einer Box, die Box muss man also zusätzlich zahlen. Ja, also ihr seht, es gibt kleine Gemeinschaften, es gibt auch große in diesem Ausmaß. Also wir sind durchgefahren und haben uns das angeschaut. Das war schon immens. Also es war schon ja, nicht schlecht. Ja, also im Endeffekt muss jeder für sich selber entscheiden.
ob er mit den Vorteilen, aber auch mit den Nachteilen zurechtkommt, die eine HOA mit sich bringt. Und man muss sich also wirklich vorab schlau machen und sich sicher sein, sich mit den Regeln vertraut machen und so weiter, bevor man sich entscheidet, ein Haus in so einer Gemeinschaft zu kaufen. Ja, ich selbst habe für 2 Jahre in Colorado in meinem Haus mit einer HOA gelebt und ich muss ganz ehrlich sagen, einmal und nie mehr wieder. Ja. Ich hoffe, euch hat mein Videobeitrag heute gefallen. Ihr habt was gelernt über die HOA oder die Hausbesitzervereinigung und ihr seid in meinem nächsten Videobeitrag auch wieder dabei. Wenn ihr Fragen habt, lasst mir einfach einen Kommentar da. Natürlich beantworte ich euch alles. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, ich freue mich hierüber. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, meinen Kanal, dann seid so lieb. Und wenn es euch gefällt und ihr weiterschauen wollt und immer auf dem Laufenden sein wollt, dann klickt einfach den kleinen roten Subscribe-Button. Und ich sehe euch dann im nächsten Video. Vielen Dank fürs Schauen. Tschüss, eure Petra.